Moin und herzlich willkommen hier zur finalen Folge, wo ich auch nur kurz was erzählen will von Imperiums versus Karthago. Es ist nämlich was ziemlich blöd gelaufen. Die letzten beiden Folgen, die ich aufgenommen hatte, da habe ich nämlich nachher gesehen, die wurden nicht wirklich aufgenommen. Der Sound war zwar da, aber nur ein schwarzer Bildschirm, überhaupt nichts zu sehen. Das war dann schon irgendwie ein bisschen ärgerlich, das nachher zu sehen. Und zumindest das Schlusswort will ich jetzt nochmal neu aufnehmen. Hoffentlich ist jetzt auch das Bild auch wirklich da. Ja, warum dann eigentlich auch Schlusswort? Also, es geht darum, dass halt auch in den Folgen, die man jetzt nicht mehr sieht, der Krieg gegen Epirus gut verlief. Man konnte immer mehr Land einnehmen. Hier haben die zwar noch optisch sehr viel Grün, aber nur noch eine Stadt oder so in dem Großgebiet. Man müsste da nur noch durchlaufen und hier auch an den anderen Fronten. Es ging überall voran. Es wurde schon freigeschaltet, dass hier Einheiten schon die nächste Upgrade-Stufe haben. Werden hier zum Teil auch geupgradet. Hier ist auch schon die ersten im Einsatz. Also man hätte den Krieg auf Dauer gewonnen. Die Frage ist aber halt, wie lange hätte das noch gedauert? Einiges an Zeit hätte das, glaube ich, noch gedauert, bis man irgendwann eine Armee hat, wirklich alles einzunehmen und dann irgendwann auch das Spiel gewinnt. Es ist ja so ein bisschen hier bei den Siegbedingungen leider manchmal unklar, was man eigentlich tun soll. Also militärisch hätten wir gewonnen, wenn wir Epos geschlagen hätten, aber ich sag mal, es hätte noch 12, 13, 14, also wahrscheinlich über ein Dutzend Folgen gedauert und dann jeder Folge nur, ha, wieder gegen Epirus gewonnen, wieder zwei Städte, wieder zwei Städte, wieder zwei Städte, wieder zwei Städte. Und ich fände, das wäre irgendwann nicht mehr spannend gewesen. Wir hätten gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber in so langer Zeit, dass man, finde ich, auch hier den Cut auch schon machen kann und sagen kann, man hätte gewonnen. Kulturelle Macht, klar, war auch schon ziemlich weit, aber jetzt nicht so ganz klar definiert, was man noch hätte tun sollen. Und technologischer Aufstieg, gut, alles, was es gibt, hier noch fertig erforschen. Jetzt auch nicht mehr zu viel gewesen, aber ein bisschen hätte es halt auch noch gedauert. Und sag ich mal, weil der Sieg einfach absehbar war, aber alle Methoden einfach gedauert hätten, wollte ich dann sonst bei dem Projekt ja einen Abschluss machen. Und dann, naja, muss ich den eben nochmal neu machen, weil ja die eigentliche Folge dazu jetzt leider weg ist, beziehungsweise nur einen schwarzen Bildschirm hat. Wir haben ja mal als kleines Marseille hier angefangen, hatten nur unsere Hauptstadt so ein bisschen was dran und waren immer im Schatten von Rom und auch sehr schön, dass wir mit denen verbündet waren. Das hat dann zwar, glaube ich, unter anderem auch zu einem Krieg mit Karthago geführt, oder ich glaube, wir waren von Spielbeginn an im Krieg, aber die sind im Endeffekt ja nur zwei, drei Mal mit jeweils einer Einheit gelandet, die man schnell wieder rausboxen konnte. Das ging ja zum Glück. Dann gab es hier erste Erfolge gegen die Samniten und Etrusker, wo man sich ein paar Städte sichern konnte. Für Mediolanum hat es ja leider nicht mehr gereicht, aber trotzdem, das war ganz nett. Hier auch diese Bergwerke, dass man da wachsen konnte. Und dann hatte man hier zur einen Seite die Römer, zur anderen Seite die Alpen, dass man also wirklich sicher war, und dann konnte man sich hier konzentrieren gegen die Aquitanier, die ja zuerst, glaube ich, als Stamm da waren, dann Königreich geworden sind und dann gefallen sind. Und danach waren die Gallier dran und schließlich wurde ja Frankreich kontrolliert, bis auf die Belgier. Aber gut, mit denen haben wir auch gute Beziehungen gehabt. Und danach ging es dann nach Spanien rein. Der Feldzug lief ja eigentlich relativ problemlos und hat uns den Großteil hier der Iberischen Halbinsel eingebracht. Bis auf so ein bisschen hier im Süden, wo Karthago noch war. Und noch andere Kleinstaaterei. Und dann ging es gegen Epirus, weil die zu nah am Militärsieg dran waren. Und das würde jetzt auch noch funktionieren, aber wie gesagt, alles noch sehr, sehr lange dauern. Und da, ja, denke ich einfach mal, kann man an dieser Stelle sagen, wir hätten auf jeden Fall gewonnen. Aber da, ja, das muss man jetzt, finde ich, jetzt aber dann auch nicht mehr komplett ausspielen, weil es rein nach den Spielmechaniken noch viele, viele Runden dauern würde. Ja, aber schön, dass es geklappt hat. Immer wenn man so mit einer Kleinstadt anfängt und direkt so einen großen Gegner hat, kann das ja auch immer sehr unangenehm werden. Aber hier ist es nicht geworden. Es war natürlich auch hilfreich, dass hier die Belgier, die Numantier und natürlich auch die Römer alle so in unser Bündnis reingegangen sind. Gerade natürlich bei den Römern, da hat man dann gemerkt, dass sich das Kräfteverhältnis verschoben hat. Am Anfang waren wir der kleine Verbündete, der hoffen müsste, dass die Römer immer beistehen, und am Ende sind die zu uns gekommen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Naja, und man kann jetzt auch als Kaiser sagen, dass wir ein richtig schönes marseillanisches Kaiserreich haben. Aber gut, das will ich dann als Abschluss des Projektes sehen. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen mit den letzten beiden Folgen. Aber naja, was soll's.
Dann jedenfalls an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu weiteren Projekten. Bis dann.